Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagestarot am 10. Oktober 2017. Der Narr. Wir stehen vor einem Neuanfang. Es ist noch nicht sichtbar. Es ist noch nicht greifbar. Aber wir spüren das schon, es kommt etwas Neues. Das kann betreffen die Liebe, Partnerschaft, eine Versöhnung, ein Neuanfang oder eine neue Begegnung. Es ist noch nicht so weit, aber das Gefühl ist schon da. Das kann auch die beruflichen Situationen betreffen. Eine Idee, ein Gedanken, ein Vorhaben. Aber die Basis, dieses Fundament fehlt noch. Wir haben noch nicht das Gefühl, das steht alles auf festem Boden. Aber wir sollen diese Gedanken, diese Idee nicht aus den Augen verlieren. Wir sollen das als Ziel setzen, weil das ist erreichbar. Noch nicht handeln, sondern etwas vorbereiten. Und wir brauchen die Leichtigkeit und die spielerische Art und Weise sollen wir nicht verlieren. Narr kann auch bedeuten, dass jemand uns heute als Narr hält und lacht uns aus. Das sollen wir aber nicht erlauben. Der Narr kann auch bedeuten, dass wir verkleiden uns als Narr und halten wir andere aber als Narr und wir verraten nicht, was wir vorhaben. Ein Narr steht immer ganz nah zu Könige und das, was ein Narr erlauben darf, das dürfen die Untertanen niemals sagen und heute haben wir diese Narren Freiheit, mal das zu sagen, was wir ansonsten nicht zutrauen. Und das war mein heutigen Tarot-Energie, meine Botschaft über die Karten. Aber es gibt auch andere Kartendecks, wo ich auch seit längeren Zeit arbeite und natürlich auch professionell. Und haben Sie Interesse, Ihren persönlichen Legung buchen. Sie können auch als Blitzberatung. Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Sie Ihre Frage und ich werde Ihren Kartenblatt auslegen für Sie persönlich. Und ich werde diese Fragen natürlich auch blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.